Boah, es war ein Kampf. Das war ein extremer Kampf, wie es hier in Zwickau einfach. Du musst hier kämpfen, um Punkt oder Punkte mitzunehmen. Und so haben wir es gemacht und haben halt echt alles zum Glück wegverteidigt bekommen mit einem guten Müller, der halt drittes Spiel in Folge echt uns wieder einen Arsch rettet. Und ansonsten haben wir es echt dann in den letzten 10 Minuten komplett wegverteidigt bekommen. War das letztlich genau der FSV Zwickau, wie Sie ihn noch aus alten Zeiten kennen? Ja, natürlich. Ich habe es ja gerade gesagt, wenn du hierher kommst, musst du kämpfen. Also du kriegst hier nichts geschenkt, du kriegst hier keinen Zentimeter vom Platz geschenkt, du kriegst hier nichts für lau. Und deswegen, du musst immer da was dafür tun und mehr als der Gegner. Und Zwickau tut sehr, sehr viel dafür, um die Punkte hier zu behalten. Und heute haben wir dann doch mehr getan. Sie selbst sind gebürtiger Sachse, sind im Sommer aus Dresden nach Duisburg gegangen. Wie war es für Sie, zurückzukehren an die alte Wirkungsstätte? Viele Ultras Dynamo mit im Block. Es ist immer schön, nach Sachsen oder zu den Vereinen zurückzukehren, wo ich gespielt habe. Vor allem mit Zwickau und Dresden verbinde ich ja ganz, ganz viel. Zwei Aufstiege und ich freue mich immer wieder, hierher zu kommen. Beschreiben Sie mal Ihre Situation im Sommer. Sie wären gerne in Dresden geblieben, Ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Dann haben Sie den neuen Schritt gewagt nach Duisburg zu Ihrem alten Coach Thorsten Ziegner. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, Dynamo zu verlassen und in Duisburg Fuß zu fassen? Erstmal in Duisburg Fuß zu fassen war gar nicht schwer. Echt coole Leute dort und das Team ist super. Mir ging es auch relativ, oder es war für mich leicht, weil ich Ziegner, Himisch und Heskamp kannte. Adjani war da, das heißt, ich hatte schon so ein paar Bezugspersonen, aber die Jungs sind klasse. Also es macht wirklich Spaß. Und ja, natürlich war es sehr, sehr schwer für mich, Dresden zu verlassen. Es war ja auch schon auf dem letzten Drücker so ein bisschen mit. Ich habe halt lange gewartet, kam leider nichts. Und ja, jetzt bin ich in Duisburg und bin echt froh, da zu sein, weil ich echt wieder Fußball spielen kann und wieder meinen Sebastian ausleben kann, der ich bin. Und ohne irgendwelche Hintergrundscheiße, die da abgelaufen ist oder so, keine Ahnung. Von daher bin ich echt froh, dass ich wieder einfach nur auf Fußball spielen kann. Was meinen Sie mit Hintergrundscheiße? Ja, einfach Dinge, die da passiert sind, die für mich nicht gehen. Ich bin halt ein extrovertierter Mensch und wenn man damit nicht umgehen kann, dann sagt mir das halt. Aber gar nichts zu sagen, finde ich ein bisschen feige. Also Sie bemängeln, dass der Verein gar nicht auf Sie zugekommen ist? Ja. An wen richten sich die Worte? Auf wen sind Sie besonders sauer, Becker? An die sportliche Leitung natürlich. Dankeschön.